Am 31. Oktober führen russische Truppen erneut massive Angriffe auf militärische und energetische Einrichtungen in einer Vielzahl von Gebieten der Ukraine durch. Auch in der Hauptstadt Kiew wurde eine große Zahl von Einschlägen verzeichnet, mindestens 10, wie Bürgermeister Klitschko bestätigt. Vor diesem Hintergrund ist die Frage des Einsatzes westlicher Iris-T-Luftabwehrsysteme interessant. Zuvor hatte Deutschland den Komplex an die Ukraine übergeben. Der ukrainische Premierminister Denis Schmygal bewunderte die Fähigkeiten von Iris-T. Er erklärte insbesondere, dass 9 von 10 Flugabwehrraketen das Ziel trafen. Es stellte sich allerdings heraus, dass es nicht alles so war, wie es präsentiert wird. Videomaterial aus Kiew, das in Telegram veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Iris-T nicht in der Lage war, Raketenangriffe auf Kiew abzuwehren. Die Wirksamkeit des Komplexes ist vor dem Hintergrund einer Reihe von Angriffen auf die von den russischen Streitkräften avisierten Ziele äußerst gering. Zuvor wurde berichtet, dass Raketen des deutschen Komplexes die Ziele verfehlten und auf Wohngebiete der ukrainischen Hauptstadt fielen. Im Übrigen sollte der Westen ernsthaft darüber nachdenken, was seine vielgepriesenen und teuren Luftabwehrsysteme wirklich sind. Das Kiewer Regime versucht seit jeher, die öffentliche Meinung sowohl in der Ukraine als auch im Westen zu manipulieren, indem es die russische Seite beschuldigt, jede Art von Schaden zu verursachen, sei es die Sprengung von Nord Stream, die Sabotage der Krimbrücke oder die Zerstörung städtischer Infrastruktur durch Flugabwehrraketen. Nachdem beispielsweise kürzlich Bilder einer in Kiew gefundenen Iris-T-Rakete im Internet aufgetaucht waren, wurde behauptet, dass die ukrainische Luftabwehr tatsächlich eine russische Rakete getroffen hat. Infolgedessen wurde eine deutsche Flugabwehrrakete, genauer das Raketenantriebseil, die in den Häuserblocks der ukrainischen Hauptstadt niederging, für eine abgeschossene russische Rakete gehalten. Bei Versuchen, Drohnen abzuschießen und Raketen bereits innerhalb der Stadtgrenzen in dicht bebautem Gebiet abzuschießen, besteht die Gefahr von Selbstbeschuss. Dies gilt sowohl für die Luftabwehr als auch für die spontanen Aktivitäten der irregulären Luftabwehrschützen, die von mit Sturmgewehren bewaffneten Polizisten und Aktivisten vertreten werden. Es gibt Berichte über heftige Schießereien infolge des Auftauchens von Kamikaze-Drohnen, bei denen mehrere Menschen in Kiew verletzt wurden. Die Schützen gehen wohl davon aus, dass ihre Kugeln ins All fliegen, wenn sie nach oben schießen. Doch wir wollen nicht mehr über die Ukraine sprechen und kommen zur detaillierten Analyse der Iris-T. Das Entwicklungsprogramm für diese Luft-Luft-Lenkrakete begann 1995 aufgrund der unzureichenden Wendigkeit der britischen AIM 132 ASRAM und der amerikanischen AIM 9X Sidewinder-Raketen, deren 180 Grad Wenderadius viel größer ist als der der russischen R-73 RMD-2. Die Arbeiten an dem Projekt wurden von dem deutschen Unternehmen Diehl BGT Defense aufgenommen, das vom deutschen Verteidigungsministerium den Auftrag erhielt, ein Produkt zu entwickeln, das den Anforderungen eines modernen, höchst manövrierfähigen Nahkampfes entspricht. Erschwerend kam hinzu, dass die Bundeswehr 106 taktische Jagdbomber und Kampfflugzeuge für elektronische Kampfführung Tornado IDS ECR in der Luftwaffe einsetzte, die aufgrund ihrer geringen Manövrierfähigkeit nicht in der Lage waren, den Feind im Luftkampf auf Augenhöhe zu bekämpfen, wenn der Gegner des Tornado eine Maschine wie die MiG-29 SMT war. Die Iris-T-Raketen sollten eine ausreichende Selbstverteidigung für die Taktik des Tornado bieten, was die Sidewinders nicht konnten. Später stießen italienische, spanische und schwedische Fachleute im Rahmen des entwickelten Memorandum of Understanding zum deutschen Unternehmen. Die besten Flug- und Treffereigenschaften der Iris-T-Raketen wurden im Herbst 2003 bestätigt, als beim Abfangen von Übungsluftzielen 35% der Raketen das Ziel direkt trafen. Später kamen die Raketen in den Dienst der Kampfflugzeuge der Luftstreitkräfte der Mitgliedstaaten des Memorandums. Auf ihrer Basis wurde dann die mobile Kurzstreckenluftabwehrrakete Iris-T-SL entwickelt, Surface Launched, also eine bodengestützte Version. Die überragende Manövrierfähigkeit des Iris-T-Flugkörpers ist auf sein Schubvektorsteuerungssystem zurückzuführen, das sich am Heck des Flugkörpers befindet. Der Schubvektor wird nur während der Betriebszeit des leistungsstarken, raucharmen Dual-Mode-Festtreibstofftriebwerks der Firma Fiat Avio umgelenkt. In diesem Moment kann die Rakete bei der Annäherung an das aktiv manövrierende Ziel 60 bis 65 G des Lastvielfachen realisieren, was etwa zweimal höher ist als die der amerikanischen AIM 9X und 1,5-mal höher als die der R-73 PMD-2. Wenn der Treibstoff aufgebraucht ist, wird die hohe Manövrierfähigkeit von Iris-T
Weiterhin durch großflächige aerodynamische Ruder im Heckbereich des Flugkörpers sowie durch einen kreuzförmigen Flügel mit breiter Sehne und großer Streckung und Fläche gewährleistet. Etwa 50% des Auftriebs der Rakete werden direkt von diesem Flügel abgeleitet. Das wichtigste Element des IRIS-T-Flugkörpers, das in direktem Zusammenhang mit dem Thema unseres heutigen Videos steht, ist der Hightech-Infrarotsuchkopf TEL, der von Diehl BGT Defense, dem Hauptauftragnehmer des Programms, entwickelt wurde. Ein besonderes Merkmal dieses Infrarot-Zielsuchkopfes ist ein Indium-Antimonid-Infrarotsensor mit einer Auflösung von 128x128 Pixeln. Im Gegensatz zu den meisten Infrarotsuchköpfen, die auf Raketen wie der Maverick montiert sind und einen langwelligen Bereich von 8 bis 13 Mikrometern nutzen, arbeitet der TEL-Infrarotsuchkopf im kurzwelligen Infrarotbereich von 3 bis 5 Mikrometern. Dieser Bereich ist nicht nur sehr unempfindlich gegenüber Störungen, sondern eignet sich auch besonders für die thermografische Analyse von Objekten mit hohem Reflexions- und Leitvermögen. Der TEL-Suchkopf von IRIS-T ermöglicht eine schnellere und genauere Erkennung und Erfassung nicht nur von Zielen in der Luft, sondern auch von Wärme- und Kontrastobjekten am Boden mit minimalen Unterschieden in der Umgebungstemperatur. Zu diesen Objekten gehören gepanzerte Fahrzeuge, deren Antriebssysteme in Betrieb sind oder gerade abgeschaltet wurden, mobile und selbstfahrende Artilleriesysteme, die gerade im Schießbetrieb sind, sowie andere warme Objekte, die sich von der Erdoberfläche abheben. Außerdem haben eine zweiachsige Kardanaufhängung sowie ein fortschrittliches Hochleistungsprozessorsystem für die Verarbeitung von Infrarotinformationen einen Koordinatorrollwinkel von bis zu plus minus 90 Grad und eine Zielverfolgungswinkelgeschwindigkeit von maximal 60 Grad pro Sekunde ermöglicht. Neben einem fortschrittlichen Bordcomputer verfügt das Steuerungssystem des Flugkörpers auch über eine Speichereinheit, die mit Referenzinfrarotbildern verschiedener Ziele aus unterschiedlichen Blickwinkeln geladen wird. Dies dient der genaueren und schnelleren Auswahl von erkennbaren Zielen. Neben Infrarot-Referenzbildern von Kampfflugzeugen, Marschflugkörpern und anderen Flugzeugen können auch Land- und Seeziele in den Speicher geladen werden. Ein Kampfflugzeug mit einem Triebwerk im Nachbrennermodus kann in einer Entfernung von 18 bis 22 Kilometern erkannt werden, ein bewegliches Ziel wie ein Panzer in 5 bis 7 Kilometern Entfernung und ein schweres Artilleriegeschütz im Schussmodus in 8 bis 10 Kilometern Entfernung. IRIS-T eignet sich hervorragend zur Zerstörung von Bodenzielen. Betrachten wir nun alle Vorteile des Einsatzes dieses Flugkörpers als präzisiongelenkte Luft-Luft-Munition während einer Luft-Lande-Operation. Als Beispiel sei ein hypothetischer Abschnitt eines Luftkriegsschauplatzes angeführt, in dem ein taktisches Kampfflugzeug vom Typ Tornado ECR eine Operation durchführt, die aus einem Durchbruch der gegnerischen Luftverteidigungslinie in niedriger Höhe besteht. Moderne Flugabwehrsysteme mit Eigenantrieb zeichnen sich bekanntlich durch höchste netzwerkzentrische Eigenschaften aus, die durch eine große Anzahl digitaler Schnittstellen erreicht werden, die in der Lage sind, taktische Informationen über die Luftlage und die Zielbestimmung von fremden See-, Boden- und Luftradaren über Datenfunkkanäle zu empfangen. All dies geschieht mit deaktivierten eigenen Radaranlagen. Der Tornado, der mit den Raketenträgern Sky Shadow und BOZ sowie 4 Alarm-Radar-Abwehrraketen ausgerüstet ist, kann nur Radarziele wirksam bekämpfen, da die Alarms über einen passiven Radarortungsmechanismus mit großer Reichweite verfügen, der für die Suche und Erfassung von Radargeräten im Radarmodus ausgelegt ist. Ein Luftabwehrraketensystem, das die Zielkoordinaten empfangen hat, kann den Tornado völlig überraschend angreifen, wenn sich das Flugzeug in unmittelbarer Nähe befindet, indem es nur sein optronisches Zielsystem verwendet. Der Tornado ECR-Kampfsystembediener kann bei dieser Art von Ziel keinen Alarm verwenden und die 27mm Mauser-Luftkanone wurde zugunsten des optronischen Infrarot-Zielsystems AAD-5 aus dem Flugzeug entfernt. Die einzige Waffe, die in der Lage ist, feindliche Flugabwehrsysteme mithilfe des bordeigenen Infrarot-Sichtgeräts anzugreifen, wird eine angepasste IRIS-T-Luft-Luftrakete sein. Das taktische Aufklärungs- und Kampfflugzeug Tornado ECR der deutschen Luftwaffe. Trotz der um ein Vielfaches fortschrittlicheren britischen Alarmradar-Abwehrraketen verwenden deutsche Flugzeuge weiterhin die amerikanische AGM-88 HARM. Am Aufhängepunkt unter der rechten Tragfläche befindet sich ein Behälter mit 14 BOZ-Attrappen. Ein weiteres Beispiel ist, wenn ein Typhoon-Mehrzweckkampfflugzeug der Generation 4++ auf einer Luftüberlegenheitsmission plötzlich auf ein gegnerisches bodengestütztes Luftabwehrsystem trifft,
während es sich direkt über dem Ziel befindet. Selbst wenn ein paar taktische Raketen an den Hängern hängen, um Bodenziele zu treffen, wird es bei diesem Anflug nicht mehr möglich sein, das Ziel zu treffen, weil die Manövriereigenschaften spezialisierter Luft-Boden-Raketen es nur selten erlauben, Bodenziele in einem Winkel von 60 bis 90 Grad zur Kursrichtung des Trägers anzugreifen. Im Gegensatz dazu ist das IRIS-T, das einen minimalen Kurvenradius hat, 150 bis 220 Meter, in der Lage, Ziele auch aus einem Winkel von 90 Grad relativ zum Kurs des Jagdflugzeugs zu treffen. Dazu ist der Einsatz des Helmet-Mounted Symbology-Systems erforderlich, auf Deutsch in etwa helmgestütztes Symbolisierungssystem, das über das Feuerleitsystem des Typhoon per Funkbefehl auf ein Winkelziel und spätere Erfassung von dem Tell-Infrarotsuchkopf ausrichten kann. Diese Technik des Angriffs auf feindliche Ziele, das sogenannte Schulterfeuer, wird zusammen mit den neuen Fähigkeiten des IRIS-T-Flugkörpers die geringen Mehrzweckfähigkeiten taktischer Kampfflugzeuge, die an Luftverteidigungsoperationen beteiligt sind, grundlegend verändern.